So, willkommen zurück, Factorio. Ich bin noch nicht ganz so weit, wie ich sein wollte. Aber es gibt genug zu erzählen, also machen wir was. So, stopp. Wollte nur wieder, dass ein bisschen Wasser hier wieder reinkommt. Weil das brauche ich für die Schwefelsäure. Und da habe ich im Moment einen Bedarf an Schwefelsäure. Wie kommt das? Ganz einfach. Hab hier das Zeug laufen. Nicht unbedingt jetzt ganz dauerhaft, aber relativ dauerhaft. Hier diese Filterung, ne? Jetzt ist auch ganz praktisch, dass ich die Filter einfach wiederverwende. Man sieht, bis hier liegen sie an. Das passt, weil es werden hier ja keine mehr hergestellt. Der nimmt jetzt jedes Mal die alten und recycelt die wieder. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. So, huch. Mal richtig dahin, wo wir hin wollen. So. Ansonsten haben wir jetzt Bronze bis hochgezogen. Ja, hier eben, ne, wird immer noch weiter die ganze Zeit Mineralschlamm verbraucht, weil ich oben das nächste Gebäude gebaut habe. Hab's hochgezogen. So, und hier wird jetzt gefiltert, ne? Zu eben Eisen und Kupfer. Das lassen wir mal weitermachen. Lassen wir schön voll laufen mit der Zeit. Dauert ein bisschen, aber das macht nichts. So. Hier haben wir was fertig. Ne, da ist noch keiner leer. Ne. Okay. So, ansonsten habe ich. Im Endeffekt, jetzt haben wir Tag. So, ich verbrauche 35 Megawatt ungefähr. Ich laufe fast nur. Ah, die lassen gerade schon nach. Wir haben Bedämmerung, es wird abends. Ich laufe tagsüber, die produzieren mir über 35 Megawatt, die Solaranlagen, nur über Solarstrom. Und ich habe eine Akkukapazität von 1,2 Gigajoule. Das heißt, noch ein paar mehr Akkus. Ich habe mir hier gerade nochmal 10 Akkus geholt. Noch ein paar mehr Solaranlagen. Dann kann ich den Kohlestrom abschalten. Dann schaffe ich das, was die Weltregierungen nicht schaffen. Abschaltung der fossilen Brennstoffe. Regenerative Energien. Ja, also die Akkus sind natürlich auch geil, ne? Das muss man sagen. Die haben halt hier 60 Megajoule oder was, einer davon, ne? Also da geht schon was. Das sind halt die Yokoi-Akkus. Gut, ansonsten produziere ich mir gerade noch Yokoi-Strommasten. Das ist bald leer, schön. Das ist noch nicht leer. nee, das war das, was ich gerade gesehen habe. War nicht noch eins fast leer? Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee, anscheinend nicht. Okay, egal. Vielleicht habe ich es schon weggerissen. Was liegt hier? Ah, Bormonium. Da hatte ich ja eh schon, genau. Da habe ich alles zusammengeschmissen. Ja. Ja. Ansonsten habe ich jetzt mir eine. Ach ja, hier. Unicomp. Produziere ich mittlerweile auf eine ganz einfache Art und Weise. Ich habe viel zu viel Stein dank meiner Raffination, ja, ne? Dank der Ressourcenraffination Angel kriegt man ja Stein, Bruchstein, und daraus kann man Stein machen. So. Und aus dem Stein, 20 Stein, gibt mir ein Unicomp in der Ziehmotor Restructure Machine. Die braucht zwar 1,2 Megawatt, aber die fetzt. Also ich habe schon mal geschaut, mein Steinvorrat schrumpft zwar, die Kisten, ne, die da stehen, die werden ein bisschen leer, aber jo. Ich habe Unicomp, nicht zu knapp. Wenn ich das jetzt alles nehmen würde, was da noch in der Kiste ist, das sind über 1K drin, 1,2 oder mittlerweile wahrscheinlich schon wieder 1,5K. Und würde daraus Kunststoffstangen herstellen, würde ich so circa 8.000 bis 10.000 Kunststoffstangen kriegen. Aus dem Unicomp. Nett. Muss ich feststellen. Ah, das Licht geht an, es wird dunkel. Ja, ist also ziemlich geil, muss ich einfach sagen. Na, das ist coole Sache. So, ansonsten machen wir jetzt hier mal ein Autosave. Na, das wollte ich eigentlich nicht. So, stopp. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht zu früh gedreht. Ich wollte eigentlich, dass er das noch reinmacht. Na egal. Jetzt schon wieder kein Platz. Ja, schade. Na, warten wir mal kurz. Bis das hier noch ein bisschen produziert. Weil die Chips brauche ich ganz massiv jetzt. Brauche ich bei vielen Sachen. Das sind praktisch so die Basischips, die man sonst halt auch so hat. Ne? Was kann ich denn da machen? BC-Cut-RU, was ist das denn? Basic Component of Craft Advanced Catalysts. Ach du Scheiße. Ja, das wird ja noch witzig. Ja, okay, egal. Hier wird nichts produziert, nein, aber hier werden noch produziert. Okay, wir könnten hier nochmal. Nee, können wir nicht. Wir stoppen den mal, wir haben hier genug drin. Und der kann eh nicht weitermachen, weil irgendwann hier kein Draht mehr ist. Dann haben wir hier genug Batteriezellen. Das Einzige, was dann fehlt, ist mehr Draht. Ja, ich möchte jetzt keinen reintun unbedingt. Und der Chip. So. Hier stellen wir eben her diesen geilen Strommast. Oh ja, 20 Stück habe ich schon. Da habe ich nochmal 10 Akkustationen. Ach, die 10 wollte ich eigentlich aufbauen. Ja, habe ich vergessen. Dann haben wir hier eben, ne, die Akkustationen, klar. Die brauchen halt auch Wired Capacitor, was da hinten ist.
Hier, Electric Structure habe ich auch einiges, das ist okay. Brauche ich auch hierfür. Ganz nett. So, weitermachen. Was habe ich noch? Hier haben wir auch wieder genug von dem Dorotal Structure. Da werde ich mir auch gleich mal was schnappen. So, danke schön. Schlacke füllt sich auch wieder. Also das ist ja nicht die Schlacke, das ist ja der Slack Hole Brick. Ach so, was auch passiert ist, ich habe hier ja, Bioprocessing Vegetabilis. Jetzt ist nämlich eine Übersetzung, also Übersetzung in dem Sinn nicht, aber jetzt ist es so weit sortiert, dass klar ist, was los ist. Das ist das mit Gemüse und das ist nämlich was mit Fleisch. Da gibt es nämlich auch nochmal Bioprocessing, wie bei Jooki übrigens auch. Agronomie. Ja, da müssen wir aber noch gucken, da brauchen wir erstmal das blaue Wissenschaftspaket, dass wir die DNA kriegen. Das andere könnte man machen, Kornseed. Brauche ich halt Dreck und Wissenschaftspaket. Dreck kriege ich hin und zwar, indem ich mir den Spezialbohrer baue. Ich müsste den schon haben. Nein, habe ich nicht. Schade, warum nicht? Könnte ich aber herstellen eigentlich. Dorotal Structure, Stahlträger. Ja, habe ich. UC-Pellets habe ich auch. Getriebe habe ich. Ja, komm, hopp. Machen wir uns doch mal welche davon von den E2-Förderern. Die sind nämlich schnell und größeres Abbaugebiet. Brauchen aber, haben wahrscheinlich aber auch mehr Umweltverschmutzung. Ja, komm, mach noch welche davon. Wenn ich die jetzt aufstelle, wie viel Umweltverschmutzung haben die? 9. Ja, es geht. Das ist wie ein normaler Erzförderer. Ja. Die und sind aber halt dreimal so gut. Abbaukraft ist einmal besser. Abbaugeschwindigkeit ist das Vierfache. Ja, sogar mehr. Das Achtfache. Nee, das Vierfache. Abbaugeschwindigkeit 2 gegen 0,5. Ja, okay, das Vierfache. Abbaugebiet ist etwas höher. Ja. 300 Kilowatt. Ja, braucht natürlich auch das 3- bis 4-fache an Strom. Okay. Ja, soll dann mal so. So, ansonsten habe ich mittlerweile auch einiges an Gas unten hergestellt und habe mir da auch schon den ersten Kunststoff, flüssigen Kunststoff gemacht. So, weiter. Ja, hier sammeln wir jetzt noch ein bisschen. Ja, hier den ganzen Scheiß eben. Ne? Das ist alles nicht optimiert. Das ist alles nicht richtig gemacht. Das machen wir vielleicht im nächsten Durchlauf, den ich gestern schon mal ein bisschen gestartet habe. Nee, heute früh war das. Konnte nicht schlafen. Da habe ich mir gesagt, na komm, dann startest du mal neu. So, da stapelt sich's gerade wieder. Das ist okay. Wir können demnächst Invar und Kobaltstahl herstellen. Der ist auch schon ganz gut gefüllt. Das ist nett. Nickel sowieso, aber Nickelplatte. Weiß ich nicht, ob ich Nickelplatte brauche. Ich habe, glaube ich, Angst. Nee, ich habe gar nicht angefangen. Ich müsste es machen. Dazu müsste ich allerdings, fällt mir gerade auf, mehr Gießereianlagen herstellen. Ne? Jawohl. Na, wie fantastisch. Was kosten denn die? Oh, anscheinend nicht so viel. Ja, dann leg los. Eins, zwei, drei, vier. Ja, er verbraucht mir jetzt natürlich die ganzen Stahlrohre. Okay, was soll's. Die stelle ich mir gleich wieder neu her. Mach mal 150. Mach mal gleich 200. Dann können wir nämlich noch einmal so ein hier, da, ne? Untergrundrohre machen. Okay, weiter. Viel Spaß. So, ansonsten hier eben Produktion, was läuft. Ja, Gold habe ich schon mal ein bisschen was gemacht. Da könnte ich eigentlich noch mal ein bisschen anschließen. Warum nicht? Wenn wir gerade dabei sind. So, viel Spaß. Hier läuft eben Alu und Bronze. Bronze liegt jetzt fast schon oben, komplett in der Mainbase. Und hier sind trotzdem noch 2,7K drin, also geil. Stahl liegt ja an der Mainbase und trotzdem habe ich hier 6K drin oder so, da unten in der. Wo ist denn Stahl? Stahl da. Ganz da oben habe ich eben Messing. Ja? Jetzt steht auch nicht Molten Brass, jetzt ist auch übersetzt worden. Ja, ich habe eine neue Lokale reingemacht. Eine neue Angels Localization, also Translation, ne? Übersetzung. So, ja, da liegen auch 3,3. Das ist aber auch schon ein gutes Stück nach oben gezogen. Können die noch weitermachen? Ziemlich geil. So. Ja, hier habe ich gerade was voll Intelligentes gemacht. Das wäre eigentlich wert gewesen, aufzunehmen dabei. Ihr hättet lachen können, ihr hättet Scheiße schreien können. Und zwar stehe ich hier, will da drauf zugreifen und drücke in irgendeinem Eifer des Gefechts die Leertaste. So, ich habe gerade die Schrotflinte ausgewählt, ne? War also intelligent. Ich habe mir das zerstört, meine Kiste zerstört. Die Kiste war voll mit über 20K von den Kobaltbahnen. Die sind natürlich weg. Haben sich in Luft aufgelöst. Habe ich gut gemacht. Nee, habe ich scheiße gemacht. Aber was will man machen? War intelligent. Nicht. Was soll's.
Jetzt stapeln wir erstmal wieder auf und dann können wir weitermachen. So, was haben wir noch? Oh, wir haben das mal hier mal stoppen können, weil das ist nämlich gleich leer. So, weil das blaue Material hier ist sehr leer. Ach, was ich gesehen habe, ich habe das bei mir jetzt gestartet. Ich lasse es jetzt so, wie es ist, aber es ist ein bisschen pervers. Und zwar habe ich nicht bedacht, dass Yooki anscheinend ganz schön überlagert. Ich habe bei den Ressourceneinstellungen dann, ja, alles so auf normal, ne? Hab natürlich Eisen, Kohle und Kupfer auf höher bis sehr hoch sogar von den Vorkommen, ne? Weil braucht man einfach am meisten. Und kam dann auf die glorreiche, bescheuerte Idee, Yooki-Ressourcen auf hoch zu machen. Vorkommen. Reine Vorkommen. Es geht jetzt nicht um das, was drin ist oder die Größe der Vorkommen, um Vorkommen. Meine Karte ist voller Yooki. Aber find mal die ganzen anderen Bob-Materialien, die ich brauche. Ich habe jetzt wieder eine Karte gestartet, heute früh eben, wie gesagt, wo ich nicht schlafen konnte. Nur Bob und Yooki, also ohne Angel. Das heißt, ich habe die Bob-Ressourcen clean da. Ich musste nur abbauen. Aber ja, das war intelligent. Allerdings, Bob-Ressourcen werde ich mit dem normalen elektrischen Erzförderer nicht abbauen können, weil der reicht die Abbaukraft nicht. Ja, der hat nur eine 3er Abbaukraft, und aber die Bob-Ressourcen haben teilweise einen Abbauwiderstand von 4 oder 5. Ja, dann wird es nichts, ne? Können wir vergessen. Macht aber nichts. Da haben wir ja andere Möglichkeiten dann. Und ich habe die Aliens nochmal kleiner gestellt. Ich habe die sehr, sehr klein gestellt. Also da wird nicht viel passieren. Das passt aber, weil wenn ich sie brauche, gehe ich halt weit genug raus. Dann finde ich sie ja trotzdem. Außerdem, so lang wie ich spiele und so lang wie ich mir Zeit lasse. Ich bin ja kein Mensch, der hier auf Speedruns steht. Ne? Ich möchte ja da alles probieren, was geht und machen und tun. Und vielleicht jetzt dann eben in dem Durchlauf, den ich heute früh gestartet habe, auch... Ja, nicht unbedingt eine effiziente Fabrik aufbauen, aber eine Fabrik mit einem massiven Durchsatz. Ja, ob die effizient ist, ob die eine vernünftige Kreisläufe hat, das ist mir egal. Aber einen Durchsatz, der einfach sich gewaschen hat. Also das, da brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Ne? Von daher, ich lasse mich da ja nicht hetzen, und da werden die Aliens trotzdem genug Zeit haben, sich auszubreiten. Fetzt also. So, weitermachen. Die brauche ich eben, um dann den Chip zu machen hier. Naja. Brauche ich die grünen oder das orange Material? Ja, oranges Material ist schon wieder keins drin. Es ist zum Kotzen. Das Zeug brauche ich einfach massiv. Aber ich habe ja auch ein bisschen was, also was soll's. So, nehmen wir nochmal 100 Schlag mich tot und stecken es da rein. Viel Spaß. So, dann kriegen wir nochmal 200 Chips mehr. Naja, passt schon. So. Wie viel gab denn das jetzt von diesen Strommassen? Ach, du produzierst immer noch. Und ich habe schon 60 Stück, das ist nett. Weil die haben halt den Vorteil, ne? 49er Kabelreichweite, also wie ein großer Strommast. Ah, oh, nicht mal, der hat großer Strommast 2 oder 3, hat erst die 49er, der hat noch 31. Aber Versorgungsbereich 32x32, ist das geil oder ist das geil? Ja? Wie die Fabrik hier, wie die komplette Fabrik ist der Versorgungsbereich. Klar soweit? Geil, oder? Die sparen wir uns mal auf für später, die will ich jetzt noch nicht unbedingt nehmen. So. Batterien laufen. Ich habe mir meine ersten, rotzfrech jetzt einfach mal hergestellt, meine ersten Transistoren und so, habe das alles schon ein bisschen reingezogen, so ein bisschen sortiert, da gucken wir gleich nochmal hin. Ja, mal schauen. Also optimal läuft das alles nicht, aber es wird. Jetzt muss ich gerade mal gucken, nicht, dass die Gaskondensate schon wieder voll sind, ja, fast. Aber gut, Rohgas ist noch genug da, das passt schon. Muss ja eh erstmal alles verarbeitet werden hier. Ja, Flüssiggas wird eh weggezerrt, das ist klar. Das wird ja dann eben in die drei verarbeitet. Hier Methan bleibt überhaupt nichts übrig. Butan, Ethan schon wieder 80% voll. Na, 80% nicht, aber gehen ja 125 rein. In den Gastank. Oh je, je. So. Oh, Dampf stapelt sich. Das ist nett. Warum? Gasförmiges Methanol stapelt sich auch langsam. Passiert was? Das ist nice. Der kriegt hier anscheinend nicht genug verarbeitet. So, Propan, das Rohr ist voll. Propan wird übrigens nicht richtig dargestellt in dem Rohr. Ja, Dampf, alles gut, aber das Rohr bei Restgas, das Rohr bei Propan sieht aus, wie wenn es leer wäre. Und das ist ein bisschen blöd hier. Methanol, da ist es auch klar zu sehen. Also ganz deutlich ist es beim Tank, wenn wir jetzt nämlich drüber gucken. Der ist ja nicht voll. Aber man sieht keinen Übergang. Man sieht hier nicht, wo leer und wo voll sein soll. Das heißt, Propan ist anscheinend schwarz. Aber da der Hintergrund bei mir schwarz ist, vielleicht kann man sich das einstellen, weiß ich nicht, sehe ich effektiv an dem Füllstrich nicht, wie voll es ist. Auch wenn ich sonst nicht trotzdem sehe. 95% Propan ist drin. Hier sind 35 K flüssiger Kunststoff. Also das ist etwas effektiver auf Dauer dann
Jetzt warte ich erstmal. Ja, wie gesagt, das Geilste ist hier einfach, dass mich meine Solaranlagen einfach versorgen. Davon nochmal welche gebaut. Einfach nur wilde Wutz. Die sind voll. Es läuft halt im Moment einfach die ganz normalen Stromanlagen hier, die ich über die Fabrikgebäude drin habe, weil ich ja 4, 5 oder 6, ich weiß gar nicht mehr wie viele, umgedreht habe und da sind innen drin Stromversorgung. Ja, die laufen halt jetzt. Deswegen 26 Megawatt. Und natürlich die 4 offenen, mit denen ich gestartet habe. So, jetzt wollten wir wegen Unicom gucken. Das machen wir jetzt noch. Ah, ist geil. Also, es fetzt. Das ist einfach lustig. Auch wenn es mich manchmal graue Haare gekostet hat, aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, es passiert was. Ich bin leider noch nicht so weit, wie ich wollte, aber ich werde mir jetzt noch schnell die ersten Schaltungen von Hand schnell herstellen. Erweiterte, ne? Die besseren. Da sieht man unsere Bronze, die ist schon fast oben. Auch das ist wichtig, weil können wir ja nicht gleich noch ein bisschen weiter raufziehen. Auch das ist wichtig, weil Bronze brauche ich, um das Wissenschaftspaket 3 zu machen, ne? Brauche ich Bronzeplatten. So, ziehen wir es noch einmal bis hier. Dann prüfen wir nochmal unsere, ja, eigentlich mittlerweile überflüssige Eisenproduktion. Ja, die ist noch nicht voll. 7,6, 6,9, 8,1, schon wieder geil. Hier 6,8, 7,7, 5,8, geil. Hier unten haben wir gut vorbereitet Rohre, wo die Rohrproduktion ist. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier unten irgendwo. Ja, da unterhalb der Wissenschaftsproduktion. Man sieht es jetzt nicht, weil das Licht aus ist, leider. Wieso habe ich da eigentlich kein Licht hingestellt? Das ist doch Blödsinn, was ich hier mache. So, machen wir noch ein Licht hin. Sonst sieht man auch was. Geht doch. Ich würde sogar sagen, wir stellen noch ein paar mehr Lichter auf, weil man sieht hier generell irgendwie nichts. So, da. Man sieht auch meine Kohleproduktion nicht. Oder meine Mauerproduktion. So. Batterien haben wir auch einiges an Reserve. Also Batterien sind kein Problem. Die mache ich eben über das Hiroki-Rezept. Hier mittlerweile 10K, ne, die dann den Bus befüllen. Also geil. Und hier ist immer noch ein bisschen was drin. Da geht immer noch mehr. Nicht mehr viel, aber ein bisschen was geht noch. So. Und jetzt gucken wir noch schnell rauf. Stellen uns die ersten Schaltungen her, um dann meinetwegen per Handkraft die ersten hier herzustellen, weil ich sowieso hier die faule Socke vergessen kann. In dem anderen Durchlauf versuche ich es gerade nochmal. Vielleicht klappt's. Dauert halt ein bisschen, dann ist am Anfang nervig. Wenn ich die ersten Maschinen endlich habe, die effektiven Maschinen, dann geht's schon. So. Ich habe hier eben alles hingestellt, da. Jetzt könnte ich aber mal gucken, was ist mit meinem Kunststoff? Wie sehr hat es den leer gesaugt? Das wäre natürlich jetzt interessant. Ich habe natürlich jetzt schon angezogen. Und ich werde gleich nochmal anziehen. So. Wir haben hier aber 105K noch drin. Hier sind noch 400 drin, 400. Also da hat er gar nichts weggesaugt im Endeffekt. Ja, hier hat er ein bisschen raus. Ah, nicht nennenswert. 200 Stück oder so hat er raus. Also okay, alles gut. Weitermachen. Hier haben wir Stahl. Ich habe mir nochmal gerade eben ein bisschen Stahl reingeballert. Ja, ist jetzt nicht. Wieso ist da so wenig drin? Oh, wo ist denn der Stahl hin? Habe ich da irgendwas zu spät gestoppt? Ja, ich glaube, die Mauern. Die Mauern haben wir nämlich richtig weggezogen. Aber die mittlerweile sind sie gestoppt, ne? Ich habe nämlich nicht aufgepasst. Habe hier wieder von Hand befüllt. Hier hat es geklappt. Da ist immer noch was drin. Über 200. Und ich habe wieder einiges an Munition herstellen können. Hier habe ich nicht bedacht, dass der sau viel braucht. Ja, 3 Stahlträger pro Wand. Und ich habe 700 oder was drin gehabt, aber der hat relativ schnell produziert. Ja, der hat angezogen. Na gut, okay. Ist dann so. Wir könnten jetzt da Stahl reinstecken, aber das ist ja auch Quatsch. Dann kommt der Stahl jetzt von unten, ist doch egal. Wir haben einen Balancer drin. Alles in Ordnung. Da, 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 da. Hier kommt er an, danach ist sowieso gleich ein Balancer, der das füllt, genau. Ja. Ja, und dann kommt. Ja,
Ja, müssen wir schauen, ob es klappt. Wenn es nicht klappt, dann muss man nochmal irgendwo einen Balancer reinmachen. Wenn es nur von der einen Seite zu wenig dann kommt. Weil dann kommt das alles von der. Wird dann hier drauf gefüllt. Ich glaube, das funktioniert nicht, aber müssen wir schauen. Kann sein, das funktioniert, kann sein, das nicht funktioniert. Was ich noch schauen wollte, komm, hopp. Unsere Unicom-Produktion, die so geil ist, so fetzig. Mein Stein steht nämlich mittlerweile auch wieder. Das heißt, es geht voll in Uni. Hier, diese C-Motor, die braucht Strom wie Sau. Aber die produziert halt, ne? So, schon wieder sind 200 mehr Unicomp drin. Die geht einfach her und aus 20 Steinen macht die einen Unicomp. Fetzt. Das ist cool. Und dann kannst du dir daraus notfalls, oder ich mir, ne? Was heißt du? Kann man sich dann auch daraus, na, Kunststoff machen. Weil man kann ja dann hergehen, dasselbe Maschine wieder aufbauen, aber andersrum und sagt, aus Unicomp hätte ich gerne 8 Kunststoffstangen. Ne? Geil. So. Los geht's. Wir stellen uns die ersten wenigstens mal her, die ersten erweiterten Schaltungen, auch wenn die jetzt nicht effektiv werden. So. Dazu brauchen wir. Einmal so meinetwegen. So. Dann gehst du meinetwegen hier unten durch. So, du gehst dann so durch. So. Dann hier nochmal einen Trenner. Oder vielleicht lieber hier. So. Okay. Ist jetzt alles nicht schön, aber selten, ne? Ja, wahrscheinlich gleich ganz rüber, ne? Ja. Das wird sowieso danach halt alles noch geändert, aber jetzt erstmal eben für die erste Produktion. So. Ja, jetzt haben wir ja schon gesehen, die erweiterte Schaltung kann ich nicht in dieser Fabrik herstellen, weil die nur drei Teile verarbeiten kann. Die kann grundlegende Schaltung machen, aber die erweiterte braucht vier. Ja, ist doch toll. Was machen wir also? Wir machen es ganz trickreich. Flup! So, und ich stelle mir die selber her. Danke. So, jetzt zieht es mir wahrscheinlich eben die, wie gesagt, die Transistoren leer, aber das ist mir ein bisschen egal. Das Ganze machen wir gleich nochmal. Flup. Können jetzt sogar 20 machen oder so. Viel Spaß. Jetzt stellen wir die erstmal her. Dann gucken wir mal, wie sehr es uns den Kunststoff leer zerrt und wir haben erweiterte Schaltungen. Wichtig, um eben jetzt die vernünftigen Fabriken herzustellen, ne? Und dann machen wir halt meinetwegen die da. Müssen wir noch ein bisschen auf Schaltungen warten, natürlich, weil eine braucht. Ach, natürlich fünf. Warum auch nicht? Naja. Egal. Das schaffen wir dann im nächsten Part. Und dann können wir auch, naja, noch nicht ganz eine Automatisierung machen. Ja, wahrscheinlich, weil ich ja dann den Kunststoff von unten noch hochziehe. Den vom Gas. Der ist doch, also das ist ja auch praktisch aus Gas, nur aus einem Biogas eben hergestellt. Aceton aus Biopulp, ne? Aus Nährlösung einfach. Aber ich mache dann eben die andere Variante. Ja. Ob das schön ist, weiß man nicht. Aber es funktioniert halt. Das ist allerdings dann ohne Angel definitiv einfacher, weil da brauche ich einfach dann nur Chlor und, oder Chlorid heißt es, glaube ich, da. Ja. Chlor und Petroleum. Und dann geht es los. Kunststoffstange. Chemiefabrik. Los geht's. Ist natürlich einfacher. Klar. Sonst ist das schon ein bisschen nervig. Kriege ich jetzt echt nur vier so scheiß Fabriken hin oder was? Oh Mann. Also sechs Stück wären schon gut. Da muss man kurz warten. Ja, die nützen mir nichts. Die sind halt schneller hier. Ich möchte schon gern die haben. 213 Kilowatt. Ja, und brauchen effektiv nicht mehr. Ja, passt schon. So, hier haben wir aber wieder 105K drin. Das ist nice. Und hier oben ist nicht nennenswert was weggekommen. Auch nice. Wir können uns also gleich nochmal was wegziehen.
Und dann stellen wir nämlich das erste gleich auf mit den richtigen, weil das macht ja keinen Sinn mit den schmarnigen Maschinen. Das ist genauso, wie ich hier ja diese Transistoren auch falsch gemacht habe. Nee, die nicht mal. Es ging mir um die Platte. Ah, genau, die hier. Die musste ich nämlich mit denen hier machen, weil die andere nicht geht. Das heißt aber, ich werde mir oben drüber ein zweites wahrscheinlich bauen von denen und werde dann eine effektivere Platinenproduktion aufbauen. Oder schafft man das mit den kleinen Fabriken? Ich glaube nicht. So, 5 Stück bitte wenigstens. Ja, jetzt muss er natürlich die Stahlsachen noch herstellen. Okay, das ist kein Problem. Wir könnten mal gucken, wie es vom Platzbedarf her ist. So, dann müsste hier natürlich 2 Platz sein. Hier müsste noch 2 Platz. Schafft man nicht. Weil Problem ist, dass ja von hier oben schon das... Moment. Das kann man schaffen, wenn man unterirdisch geht. Ja. So, jetzt habe ich natürlich die ganzen Platinen drin. Ist natürlich sinnvoll. Dann würde ich die jetzt erstmal hier reinstopfen. Viel Spaß. Da darf's rausleeren. Oh, mach was draus. Ja, aber dann geht's unterirdisch. Dann komme ich hier vielleicht doch noch vorbei, dass ich ein paar Fabriken noch aufstelle. Nicht so viel, aber ein paar. Und es reicht ja. Ich brauche diese Platine. Da. Also nicht grundlegende, sondern eben die Platine. Die brauche ich ja nur für die erweiterte Schaltung. Weil das andere ist ja schon dann die, wie heißen die dann? Für die Logikschaltung. Die grüne. Das ist ja dann schon wieder eine ganz andere Platine. Erweiterte Platine oder irgendwie so. Oder Logikplatine oder was. Ne? Das ist schon wieder eine ganz andere. Passt schon. Also, dann werden wir jetzt hergehen. Habe ich das Ding jetzt aufgestellt? Ach, ich bin ja ganz intelligent. Hä? Ah. So. Dann stellen wir jetzt die ersten nämlich auf. Weil irgendwie geht mir das gerade ein bisschen auf den Keks. Müsste man Abstand lassen? Eigentlich nicht. Nein, brauchen wir nicht. Das ist ja fantastisch. Ja, weil wir haben hier ja nicht irgendein Flüssigprodukt oder irgendeinen Scheiß. Ja, das ist ja geil. So. Gut, das Video ist schon wieder viel zu lang. Dann lassen wir es jetzt gut sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich kann mir jetzt endlich die erweiterte Schaltung herstellen. Ja, ich könnte jetzt schnelle Arme nehmen. Normale reichen auch. Und wir sehen uns im nächsten Part mit dem Umrüsten auf vernünftige Produktionsmaschinen. Bis dahin. Jetzt wird's fetzig.